Nein, du kannst nicht mein Flugzeug beschlagnahmen. Doch, der wird den Laser nicht wegbekommen. Was? Lol, ich bin gestorben und wieder auferstanden. Ist denn schon Ostern? Geb ich Gas, hab ich Spaß. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer richtig gemeinen Folge von unserem Minecraft Troll Wars mit unseren liebsten Freunden und Logo. Heute sind wir von der Trollpolizei, der Trollizei, und werden unsere Freunde richtig ärgern. Das wird so cool. Dena wohnt in einem Flugzeug. Aber hat Dena überhaupt einen Flugschein? Darf er überhaupt sowas besitzen? Ich denke nicht. Deswegen werden wir seine Base, sein Flugzeug mit tödlichem, unzerstörbaren Laser einsperren. Das wird richtig abgefahren. Und ja, ich weiß, eigentlich verstößt Logo gegen tausende Naturgesetze, so wie er aussieht. Aber wir werden uns erstmal um Dena kümmern, bevor wir heute Lo Blödmann ärgern. Okay? Das wird so bescheuert. Also, zur heutigen Trollmission. Schritt 1. Mit einer Schleuse werden wir zum ersten Mal zu unseren Mitspielern schießen. So genial. Dann werden wir Dena trollen und Lo Blödchen. Lo Blödmann hat einen ultra geheim versteckten Bunker, den man nicht finden kann. Also, ich habe ihn gefunden. Auch dort werden wir fiese Fallen aufstellen. Mit Logo haben wir sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen. Können wir eigentlich Logo rupfen? Jedenfalls kommt er nicht ungeschoren davon. Yeah, los geht's. Für den heutigen Prank haben wir einmal ein Gravitationsgerät. Damit werden wir uns unterirdisch heimlich zu unseren Mitspielern schießen, da wir sehr weit weg wohnen. Schaut euch das mal an. Los, Trollo. Flieg und sieg. Yay, wie geil. Hui. Ah, nein. Oh Gott. Vor allem, wie weit der Strahl geht. Mit sowas Langem habe ich noch nie gespielt. Wir reisen zu unseren Freunden, können sie ärgern, aber die anderen können nicht zu uns. Können wir uns damit nach oben schießen? Geht das? Oh nein. Nein! Ah, Hilfe! Ich glaube, das war keine gute Idee. Wie komme ich wieder runter? Okay, wir müssen runterspringen. Los, Kopper, flieg, flieg, flieg! Oh, das ist perfekt. Das ist so perfekt. Damit kann man eigentlich echt coole Fallen bauen. Hey, kleines Hühnchen, möchtest du zum Mond fliegen? Moment. So, viel Spaß. Guten Flug. Alter, das gibt sicherlich Rührei. Dann für Denas Flugzeug haben wir den Todeslaser. Der funktioniert ähnlich. Allerdings, wenn hier jemand durchläuft, dann bekommt er Schaden und wird direkt gebrutzelt. Nice. Hey, kleines Hühnchen, hast du dich verlaufen? Komm mal her. Oh, das wird so lustig, wenn wir Denas Flugzeug damit komplett einbauen. Das wird so genial. Aber Kopper, du dumme Nudel. Den Laser kann man doch ganz einfach abstellen. Dein Ernst? Ja, hallo? Schon vergessen? Wir sind Team Gelb und nicht Team Loblöd. Zum einen kann man den Laser nicht abbauen, er ist unzerstörbar. Zum anderen, wenn wir diese Maschine abbauen, dann ist der Laser noch immer da. Und man kann ihn nicht mehr abschalten. Das ist perfekt. Bester Troll aller Zeiten. Gibt es jemanden, der denkt, er könnte uns aufhalten? Uns? Uns kann niemand aufhalten. Sie haben keine Chance. Team Gelb wird alle vernichten. Kommissar Trollo, unsere Mission kann starten. Wir fahren direkt in unseren Tunnel. Wir haben alles mitgenommen. Direkt den Aufzug genutzt. Auf zur Koperschleuse. Dieser ultralange Gang führt zu unseren Mitspielern. Mehrere hunderte Blöcke. Ja, dafür habe ich einige Stunden gebraucht. Dann bauen wir direkt die Gravitationsmaschine. Hoffentlich klappt alles. Okay, das sieht echt gut aus. Ich habe das vorher noch nicht ausprobiert. Kommissar Trollo, du gehst vor. Kommissar Trollo, du gehst vor. Anschnallen, dem Video einen Daumen nach oben geben und los geht's. Oh mein Gott, es klappt. Wir müssen nichts drücken. Geb ich Gas, hab ich Spaß. Hin und wieder müssen wir noch so ein Teil setzen, aber das ist in Ordnung. Kostet ja nichts. So schnell renne ich normalerweise nur, wenn es was zu essen gibt. Lauf, dicke Schildkröte, lauf. Okay, wir brauchen mehr davon. Nein, Radioaktivität. Wir sind verstrahlt. Nein, bei dem, was wir vorhaben, kann ich nur strahlen. Kein Loch ist zu tief für mich. Mit der Instrumentenmod könnten wir hier noch eine Fahrstuhlmelodie einbauen. Wie geil wäre das denn? Während wir hier durchrasen, habt ihr schon die neuen Trollo-Shirts gesehen? Die schmecken echt lecker. Also man sieht zum Anbeißen aus. Link in der Beschreibung. Oh mein Gott, wie schnell wir sind. Der rasende Kopper. Gleich müssen wir da sein. Wir sind so gut. Okay, jetzt müssen wir nur noch nach oben. Moment. Was? Nein! Was? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts abbauen. Gar nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Ich stecke hier im Loch fest. Nein. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Das ist die abgefahrenste Falle, die ich je gesehen habe. Wir können nichts machen. Alter, lass mich hier raus. Die Polizei hat sich selber eingesperrt, oder was? Ich glaube, Logo muss uns wie Rapunzel mit seinen goldenen Achselhaaren rausholen. Was ist, wenn wir uns verwandeln? Wir verwandeln uns einfach in eine Fledermaus und hauen ab. Komm schon, ich will hier raus. Es geht einfach nicht. Wir können nichts machen. Selbst als Fledermaus nicht. Nein, was? Bitte, was ist das denn jetzt? Moment, wir können nicht mal sterben? Lol, ich bin gestorben und wieder auferstanden. Ist denn schon Ostern? Ich bin doch nur ein kleiner gelber Flummi. Es geht nicht, selbst als Enderman nicht. Boah, Mann. Müssen wir uns jetzt ernsthaft selber in die Luft jagen? Moment.
Ich bin ein gelbes Knallbonbon. Aber die Falle ist so gut. Das ist die beste Falle, die ich je gesehen habe. Was? Bitte was? Das ist nicht sein Ernst. Ich möchte gerade Denat rollen und dann kommt er auf den Server. Hey, da können wir ihn direkt verhaften. Oh yeah. Kaum ist Denat da, schon sind wir verstrahlt. Ich hasse Denat. Wenigstens sind wir gleich da. Wir brauchen nur wenige Sekunden, bis wir bei den anderen sind. Yeah. Jetzt müssen wir nur noch Denat finden. Wo ist dieser Verbrecher? Denatlein, wo bist du? Ah, da ist er doch. Wo ist irgendwie Angst vor dir? Hast du eigentlich einen Polizisten-Skin? Wieso hast du ein Bett hinten drauf anhängen? Ich bin Batman. Du bist ein Batman. Ich bin Batman. Hast du eigentlich einen Flugschein für dieses Flugzeug? Hätte ich einen Flugschein, wäre ich wahrscheinlich nicht abgestürzt, würde ich mal behaupten. Eigentlich muss ich das jetzt beschlagnahmen, ne? Nein, du kannst nicht mein Flugzeug beschlagnahmen. Doch. Na, Copper, wieso das denn? Nur ganz kurz, weitere gemeinsame Szenen mit Denat werde ich rausschneiden, da er sie für seinen Kanal aufgenommen hat. Denat ist jetzt nicht mehr auf dem Server. Jetzt können wir ihn endlich trollen. Direkt mal wieder zurückgelaufen. Ich kann auch immer nicht glauben, wie schnell wir hier rennen können. Krass. Denat hat zugegeben, dass er keinen Flugschein hat. Also muss Team Gabe das Flugzeug beschlagnahmen. Jetzt geht's los. Der wird den Laser nicht wegbekommen. Das Flugzeug ist nicht abgestürzt. Ganz klar, dieses Flugzeug steht im Halteverbot. Da sind wir uns doch einig, oder? Moment, der Laser kann aber keine Items zerstören, oder? Hier auch noch. Zack. Jawohl, hier herrschen Team-Gelb-Gesetze. So sieht's aus. Vor allem ist Denas Base direkt neben der von Loro. Denat ist schon eine arme Socke. Wie kann man nur eine Base direkt neben Loro bauen? Merkte Denat nicht, dass es neben Lo Blödmann stinkt? Gerade in der Hitze? Schaut euch den ganzen Laser an. Ich liebe diesen Troll. Die Decke dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Andererseits, wenn ich im Flugzeug sitze und Loros Base von oben sehe, dann würde ich auch abstürzen. Ganz ehrlich. Tja, Denat, jetzt lernst du Team-Gelb richtig kennen. Wer zum Teufel baut seine Base neben der von Loro. Der muss nicht nur abgestürzt, sondern direkt mit dem Kopf auf den Boden gefallen sein. So sieht's aus. Das ist im Übrigen mein voller Ernst. Damit hätten wir das Flugzeug schon mal eingesperrt. Er kann noch immer in sein Flugzeug laufen. Aber es ist so ätzend. Da müssen wir nur noch ein paar Schilder anbringen. Hallöchen, Denat. Da du keinen Flugschein hast, habe ich dein Flugzeug aus Sicherheitsgründen beschlagnahmt. Gegen eine Gebühr von 10 Dias werde ich es befreien. Unter dem Baum findest du eine Truhe. Dort kannst du die Dias reinlegen. Liebe Grüße, deine Kopizei. Kommissar Trollo ist natürlich auch dabei. Ist der Troll eigentlich zu hart? Oh mein Gott, da oben rechts ist ein Wal. Dort könnt ihr wählen, wie ihr den Troll findet. Also ich finde den Troll einfach fantastisch. Oder haben wir es übertrieben? Denat kennt sich nicht aus. Hoffentlich wird er weinen. Das war nur der erste Prank für heute. Wir haben noch so viel zu machen. Aha, was haben wir denn hier? Lo Popel hat einen Friedhof gebaut. Aber laut Team Gelb-Gesetz fehlt da noch was. Da fehlen noch ein paar Gräber. Das Team Loro-Grab. Wie immer hohl und armselig. Team Ananas-Grab. Team Spielkind-Grab. Team Schokogang-Grab. Perfekt. Kommen wir nun zu Lo Blödchen. Nur ganz kurz, er hat ja all unsere Items, die ich stundenlang gefarmt habe, geklaut, in diesen Aktenkoffer gelegt und verschlüsselt. Hier, alles, was dir lieb und teuer ist. Dein Ernst? Also Loro kann sich nicht drin versteckt haben. Das ist klar. Obwohl der kleine blaue Popel sicherlich dort reinpasst. Außerdem habe ich dieses Buch gefunden. Damit können wir scheinbar den Code knacken und unsere Items wiederbekommen. Da schauen wir uns direkt mal an. Du wolltest deine Items wiederhaben. Die Hälfte liegt noch in deiner alten Base. Das Passwort habe ich im Video verraten. Ist das dein Ernst? Das bisschen Redstone war nicht die Hälfte. Blödmann. Die andere Hälfte liegt am Spawn in Ryan seinem Haus. Ja, das habe ich schon geholt. Deine wertvollsten Items habe ich in einem Aktenkoffer gepackt, den du mit einer vierstelligen Kombination öffnen kannst. Dafür musst du drei Sachen machen. Ich will meine Items wieder haben, verdammt. Erstens, Loros Base freibauen. Zweitens, ein kleines Rätsel lösen. Drittens, zu dem Ort laufen, wo die Mine Ryan küsste. Also ganz ehrlich, ich glaube, Loro hat durch sein Ohr Sand in sein Hirn geblasen bekommen. Was ist falsch mit dem? Um das Rätsel zu lösen, müssen wir denken wie Loro. Also gar nicht. Der Koffer ist nicht mal vollständig. Da fehlen 20 Diamanten. Ich will meine Dias wieder haben. Blödmann. Nichts werde ich tun. Na warte, ein Glück, dass ich den Bunker gefunden habe. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Aha, was haben wir denn hier? Eine versteckte Tür? Ein geheimer Bunker? Mit Laser und unzerstörbaren Blöcken? Das sieht die Trollpolizei nicht so gerne. Das ist gegen das Team Gelb-Gesetz. Der Koffer ist nicht vollständig. Da fehlen 20 Diamanten. Ich will meine Dias wieder haben. Okay, pass auf. Bester Troll. Wir werden jetzt hier eine Kamera, die nur wir abbauen können, aufbauen. Das ist so perfekt. Wir können ihn ab sofort beobachten. Das ist aber nicht unser Ziel.
pass auf, wir können ihn beobachten, weil wir uns mit der Kamera hierhin teleportiert haben. Und das ist ziemlich verbuggt. Das heißt, in Zukunft können wir mit wenigen Tricks von hier aus Lore trollen. Selbst wenn er sie eingebaut hat. Klingt das nicht nach einem Plan? Eigentlich wollte ich jetzt noch an unserer Base bauen, hatte mir was Tolles überlegt, aber ich habe schon ziemlich lange aufgenommen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Auf dem Bildschirm findet ihr die nächste Folge Trobos. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich auf die Reaktion von Dena. Das war die Copyzei. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. What?